Feuerwehrhauptmann-Stil hat sich also die Einweihung nicht nehmen lassen und Sam startet das Laufband mit der geringsten Geschwindigkeit. Penny ist ein wenig überrascht. Was ist bloß Indy gefahren? Die beiden sind nie scharf aufs Trainieren gewesen. Ja, weißt du es denn nicht? Wir erwarten den Fotografen. Ich würde sagen, fürs Erste reicht das, Sam. Ich will die Maschine ja nicht mit Beschlag belegen. Dann kommen Sie mal, Kollegen. Steigen Sie auf. Ja, Sir. Wozu denn ein Fotograf? Sie machen einen Kalender mit den trainiertesten Feuerwehrleuten in Wales. Und einer von uns soll dabei sein. Und wer? Der Fitteste. Ja. Während Elvis sich abmüht, einen besonders fitten Eindruck zu erwecken, überprüft Tom am Hubschrauberlandeplatz gerade die Windstärke, als James und Sarah bei ihm eintreffen. Oh, coole Umhängetasche. Ist die neu? Ja, Bella hat sie mir geschenkt. Ich würde mich heimwärts bewegen an eurer Stelle. Die Wolken, die da hochziehen, gefallen mir gar nicht. Die sind schwarzer als das schwarzeste Kaminloch. James, er hat recht. Gehen wir. Ja, es rumpelt schon ganz schön. Tschüss. Ja, der Himmel ist voller tiefschwarzer Wolken. Und so ist es sicher das Beste, dass die beiden Geschwister sich auf den Heimweg machen. Auf der Feuerwehrwache quält sich Elvis auf dem Laufband mittlerweile ganz schön ab. Aber das würde er Penny gegenüber natürlich nie zugeben. Na, jetzt mach mal eine Pause. Nein, nein, ich bin noch gerade erst schön in Schwung gekommen. Penny wendet sich ihren weiteren Übungen zu, während Norman sich unbemerkt in die Feuerwache schleicht. Der freche Kerl dreht unbemerkt an der Einstellung des Laufbands. Auf die höchste Stufe, der Lümmel. 5, 6. Na, wofür mag das denn sein? Elvis rennt mit, so gut er kann, aber... Donnerwetter, dass der sogar Salto rückwärts kann. Letztlich siegt die Maschine und er purzelt in hohem Bogen vom Band herunter auf den Boden. Was machst du denn für Sachen? Oh je, der arme Elvis sieht Penny doppelt. Was für ein Glück, dass sie so hübsch ist. Sonst müssten wir ihn noch mehr bemitleiden. Ich weiß auch nicht. Der Joggerlator ist mir unter den Füßen weggelaufen.